Daniel Sartison hat sich mit Körperschall befasst. Das ist Schall, der sich durch Feststoffe bewegt, etwa durch diese Metallstange. Wenn man damit einem Hammer draufhaut, überträgt sich der Schall zu einem speziellen Sensor, der den Schall aufnimmt und in elektrische Signale umwandelt. Für Industrieanwendungen kann es sinnvoll sein, diese Art von Schall zu registrieren und damit Defekte zu erkennen. Beispielsweise, wenn ich einen Tank gefüllt mit einem Medium habe, das oft seine Temperatur wechselt, von sehr kalt zu sehr warm, entstehen thermische Spannungen. Diese Spannungen können sich in einem Riss widerspiegeln. Weil diese Risse keine besonders lauten Signale erzeugen, braucht man ziemlich teure Sensoren. Daniel Sartisons Aufgabe war es daher, einen Sensor zu finden, der möglichst günstig ist und trotzdem feinste Signale heraushören kann. Es ging vor allem darum, einen fertigen Sensor, den es heutzutage auf dem Markt schon gibt, mehr oder weniger aus seinem Anwendungsbereich rauszureißen und in die Körperschallanalyse einzubringen. Sartison hat mehrere solcher Sensoren zweckentfremdet und getestet. Und zwar stets mit buchstäblich guter Miene. Denn das Abbrechen einer Bleistiftmine ist schon ein verhältnismäßig kleines Körperschallereignis. Dabei hat er schließlich einen Sensor gefunden, der nach seinen Modifikationen das gewünschte Ziel erreicht. Das Ergebnis hat sich als sehr positiv herausgestellt. Die Messgenauigkeit war überraschend gut und deswegen wurde auch eine Erfindungsmeldung darüber verfasst, die jetzt auch im Moment noch am Laufen ist. Das ist auch der Grund, weshalb wir den Sensor hier nicht zeigen dürfen. Aber so viel sei verraten. Herkömmliche Sensoren, vergleichbar mit diesem hier, kosten rund 1000 Euro pro Stück. Den Sensor von Sartison bekommt man schon für etwas weniger Geld. Bei meinem Sensor liegt man bei ca. 3 Euro.